Ja, Bastelfreunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal MikeWieler.tv. Ja, es gibt wieder ein Werkzeugvideo, ich weiß, aber es hört leider mit zu meinem Kanal, weil wenn ich was baue, muss ja auch mal was dazu sein, was man braucht an Werkzeug. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee aus einem Bastelpappbecher, wie jeder Heimwerker es auch braucht. Aber wir wollten heute trinken wollen, wir waren bei Lidl und ich habe gedacht, guckst du noch mal ein bisschen mal und die haben ein Top-Angebot. Ein sogenanntes Parkside. Leute, das werdet ihr nicht glauben. Ein 15-teiliges Meißelschraubendreher-Set mit zwei Halterungen. 14 Euro nur was, circa 15 Euro das ganze Paket, das ist im Angebot. Ich glaube, die Woche noch. Also, liebe Frauen, liebe Frauenwelt, wenn ihr wisst, nicht noch immer nie ein Zusatzgeschenk ihr Mann braucht, haben wollt, dann geht gleich nochmal in Lidl, schaut mal, ob ihr das mal kriegt. Ey, circa 15 Euro, da wird sich jeder Heimwerker, Bastler freuen, mal oder wer auch nicht immer viel Geld in der Tasche hat. Ich weiß es nachvollziehen. Ey, wenn man sich überlege, was andere Sachen davon kosten, ey, 15 Euro sogar mit. Ich zeige es am besten jetzt hier im Licht auf meinen Tisch. Viel Spaß. Allein der Karton sieht schon, also qualitätmäßig auch, diesmal auch ein bisschen mit Chromschrift. Also ich muss sagen, und die haben diesmal andere Farbe, die sind schwarz. Das ist. Also ehrlich, und natürlich auch die magnetisch spitzen und rutschfesten Griff. Wir haben hier Kreuz, normalen Kreuz, ein Philipskreuz, Schlitz und Torx. Leute, Torx sind dabei. Das hast du meistens, ich bin schon sprachlos, kein Set dabei. Das alleine schon. Und das Hammerste ist, 5 Jahre Garantie. Hier. Ein Siegel. Ich bin wirklich. Leute, also. Guckt euch mal erstmal den Karton, allein der Karton schon alleine an. Also, das ist. Nee, also, ich muss ehrlich mal sagen, ich bin wirklich sprachlos. Wir wollen aber erstmal auch das Innere angucken. Also wirklich mit Halterung. Also, das heißt, ihr habt direkt Halterung mit bei. Das ganze Paket für 15 Euro. Ich weiß nicht, die sind Kosten vorher über 20 Euro, meine ich. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich bin schon aufgeregt, ey. Wie bei Heiligabend schon. So. Na? Ah, es geht auf. So. Das sind die Halterungen. Sehr schön gemacht. Sogar. Also Zahlen drauf, welche Schraubendreher ihr habt. Wie geil ist das denn? Die Halterung für die. Hier sind Löcher für die Schrauben. Einmal dies. Und einmal hier. Also ich habe schon zwei Halterungen. Das ist hier so eine genannte, ja, Bedienungsanleitung. Und dann habt ihr hier nochmal zusätzlich. Zwei Kartons, wo die Schraubendreher drin sind, Dübeln und Schrauben zu befestigen. Und jetzt gucken wir uns erstmal die Schraubendreher erstmal an. Wir machen und dann auch noch mal zugemacht. So. Boah. Also ich muss sagen, also die geben eine Augenweide. Also sehr schön gemacht. Richtig rutschfest. Also das ist kein Plastik, ist so ein bisschen gummiert. Hier habt ihr den sogenannten Schlagkopf, wo ihr mit dem Hammer draufhaut. So sehen die aus. Wir haben einmal den sogenannten großen Kreuz. Und es ist auch fest. Also manchmal gibt es ja welche, die sind lose. So. Dann haben wir einmal den. Dann haben wir einmal den etwas kleineren. Firma natürlich auch hier drauf, Parkside drauf gedruckt. Dann haben wir ein Torx.
Torx, Leute, also hätte ich auch ehrlich gedacht. Schlagschrauben, also Meißelschraubendreher als Torx. Wenn natürlich die Schrauben festgerostet sind, ne? Wieder Schlitz. Nochmal ein Schlitz. Torx. Und wieder ein Schlitz. Alles schön gummiert, richtig griffig schön. Also ich muss sagen, ideal für wenn man am Motorrad basteln möchte oder am Fahrrad, finde ich die cool. So, wir haben jetzt hier, ist sogar hier die Zahl drauf, welchen Schrauben das ist. Tun wir hier rein. Dann haben wir SL. Ey, wie geil ist das? Ihr wisst ganz genau, welchen Schraubendreher drin ist. Ne, SL 65. Der merkt ihr auch, ihr habt eine Sperre drin. Wenn ihr den falschen reintut. So, wir haben T25 gehört. Hier rein. Dann einmal. Wir haben SL 3,5. Das ist der hier. Dann haben wir SL 4,0. Dann haben wir einmal S, das ist der hintere. So, und der eine hier vorne. So, jetzt habt ihr schon mal einen kompletten und die sitzen richtig fest. Weil die sind richtig verankert. Dann habt ihr schon mal, ey, wie geil, guck mal. Allein schon, wenn ihr überlegt, was so ein Teil allein kostet. Ich will keine Firmen schlecht machen, Gottes Willen. Man ist auch froh, wenn man Markenwerkzeug hat. So ist es nicht. Aber ich sag ja, wenn Leute kein Geld in Tasche haben und Wahnsinn. So, jetzt gucken wir uns das andere an. Ich muss mich schon beeilen, ich bin schon bei 7 Minuten. So, jetzt haben wir die Kreuzschraubendreher. Einmal so. Boah, ey, die sind richtig... Also, richtig Hammer. Aber guck dir mal den Motzbrummer an. Und die Farbe ist geil, die schwarz. Das gefällt mir sehr gut. Sehr cool, cool gemacht. Ich wünsche mir gerne, wenn diese Firma Parkside auch mal solche sogenannte transparente Schraubendreher macht. Irgendwas was Pfiffiges. Sehr, sehr cool gemacht. Echt cool gemacht. Zeig euch mal so einen Schraubendreher mal im Nahen. Mega geil. Material steht drauf. Und auch nicht. Aber es steht ja meistens immer drauf, Chrom Vanadiumstahl. Habe ich irgendwo gelesen, auf dem Karton. Aber es gibt auch teure Werkzeuge, da steht es auch nicht drauf. So, und nochmal einen kleinen Kreuz. So, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier auch wieder das Gleiche. Wir haben einmal diesen PH3, gehört hier rein. Dann haben wir den PZ3, gehört hier rein. Dann haben wir den PZ2, gehört hier rein. Dann haben wir den PH2, gehört hier rein. Dann gehört der 1 hier vorne rein. Und dann gehört der letzte PH1 hier rein. Puh! So! So, ich habe nochmal wegen dem Material angegangen geguckt, da jetzt Material von der Schraube ist. Jetzt steht doch nie nichts drauf. Ich habe da mal irgendwas gesehen, aber ich würde doch, das ist doch mal anders. Aber ich denke mal, die sind auch so hochwertig ins Chrom-Vanadium-Stahl. Also, es wird irgendein Werkzeugstahl sein, was auch aushält. Ja, natürlich war ich jetzt nicht wegen industriemäßig, das ist klar. Viele sagen ja, toll, Markenwerkzeug muss man haben. Klar, sicher. Das ist ja kein Vergleich zu anderen Firmen, aber trotzdem, ich muss sagen, es geht mir einfach nur mal auch darum, bei Videos zu zeigen, wenn man wenig Geld in Tasche hat, da freut man sich trotzdem für so ein Schraubendreher-Set als Heimwerker-Bastler. Wenn man am Fahrrad bastelt oder andere Sachen, ob es Modellbau ist, ob es beim Mofa ist, Motorrad ist, Möbelaufbau etc., da reicht mir Sicherheit vollkommen aus. Also für den Preis, also Leute, schaut euch das mal an. Und liebe Damenwelt, wenn ihr nicht noch ein zweites Geschenk euer Mann schenken wollt und er bastelt gerne,
und ihr wollt ein bisschen Geld sparen, dann freut sich mit Sicherheit, wenn der Mann das auspackt unter Tannenbaum. Ich glaube, da werden mit Sicherheit manche Augen glänzen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren für auch meine ganzen anderen Projekte hier oder halt für Werkzeugvideos. Ihr wisst ja, was ich über alles mache. Im Sinne, alles Gute. Wir sehen uns wieder. Euer Mike. Bis dann. Ciao.